Heute reisen wir zurück in die Formel 1 Saison 2009. Einem Jahr, das sowohl technisch als auch sportlich zahlreiche Überraschungen bereithielt. In diesem Rückblick schauen wir uns nicht nur die Highlights der Saison an, sondern widmen uns auch den besonderen Rennen, die diese Saison im Jahr 2009 wirklich geprägt haben. Die Saison 2009 war einer der bedeutendsten in der Geschichte der Formel 1, nicht zuletzt aufgrund der drastischen Änderungen im Reglement. Vor allem die Aerodynamik der Autos wurde stark angepasst, um das Überholen zu vereinfachen. Gleichzeitig hielt das Kinetic Energy Recovery System, kurz auch KERS genannt, sein Debüt in der Formel 1. Diese Technologie erlaubte es Fahrern, Energie, die beim Bremsen gespeichert wurde, dann als Leistung wieder abzurufen. Man spricht so ungefähr bei 80 PS, die dann kurzzeitig verfügbar waren. Eine taktische Neuerung, die von Teams wirklich dann effektiv genutzt wurde, während andere Teams, wie zum Beispiel Red Bull Racing, gänzlich auf das KERS verzichteten. Eine wirklich kontroverse Innovation im Jahr 2009 war der Doppel-Diffusor, eine clevere aerodynamische Lösung, die Teams wie Brawn GP, Williams und auch Toyota einen erheblichen Vorteil verschafften. Dieser technische Vorsprung war insbesondere in den ersten Rennen der Saison 2009 deutlich zu spüren, als das Brawn GP Team mit ihrem sensationellen Einstieg in der Formel 1 Geschichte geschrieben hat. Der Saisonauftakt 2009 im Albert Park in Melbourne, Australien war bereits ein Vorgeschmack auf das, was in dieser außergewöhnlichen Saison auf uns warten sollte. Jenson Button fuhr in seinem Brawn GP von der Pole Position zum Rennsieg und dominierte das Rennen wirklich fast mühelos. Aber es war nicht nur sein Erfolg, der das Rennen besonders machte, sondern die Überraschung eines kompletten Außenseiters. Brawn GP, ein Team, das noch wenige Wochen vor dem Start der Saison nicht einmal sicher war, ob es überhaupt antreten würde. Ja, und gleich der Rennsieg. Nicht nur das, sondern auch mit Rubens Barrichello konnte man den zweiten Platz holen, also so gesehen ein Doppelsieg. Dieses erste Rennen in Australien war der Anfang einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Button gewann 6 der ersten 7 Rennen und setzte ein deutliches Zeichen, dass Brawn GP ernsthafte Titelanwärter waren. Das zweite Rennen der Saison fand in Sepang und zwar in Malaysia statt und ging auch wie das erste Rennen eventuell auch in die Geschichtsbücher ein, aber aus anderen Gründen. Die tropische Hitze wurde schnell von einem heftigen Regensturm abgelöst, der das Rennen in ein wahres Chaos versetzte. Der Regen war wirklich so stark, dass das Rennen nach 31 Runden abgebrochen werden musste. Das erste Mal seit 1991. Fahrer kämpften gegen die Sicht, die Autos rutschten von der Strecke und viele Teams hatten wirklich Mühe, ihre Strategie anzupassen. Jenson Button, der das Rennen von der Pole gestartet hatte, behielt die Nerven und überquerte die Ziellinie oder besser gesagt, er wartete im strömenden Regen darauf, dass er das Rennen gewinnt, beziehungsweise gewonnen hat. Ja, so kann man halt auch mal gewinnen. Da aber allerdings weniger als 75% der Renndistanz absolviert wurden, ja, gab es halt keine vollen Punkte, sondern nur halbe Punkte für Jenson Button beziehungsweise auch für die ganzen anderen Fahrer, die da auch noch mitgefahren sind. Aber ja, trotzdem, ein halber Sieg ist auch irgendwo ein Sieg und war erstmal gar nicht mal so schlecht für Jenson Button und für das Brawn Team. Der große Preis von Monaco ist wie jedes Jahr ein besonderes Highlight, vor allem für sehr viele Fans und 2009 sollte tatsächlich keine Ausnahme sein. Monaco mit seinen engen Straßen und der kaum vorhandenen Möglichkeit, irgendwie zu überholen, stellt die Fahrer jedes Mal vor extreme Herausforderungen. Doch Jenson Button und Brawn GP dominierten auch hier wieder das komplette Rennen. Button ging von der Pole Position aus ins Rennen und wie jeder wahrscheinlich weiß, ist das eigentlich schon fast der Rennsieg, wenn du von der Pole Position aus ins Rennen gehst,
zumindest in Monaco. Auf anderen Strecken ist das ein bisschen was anderes. Es war eine makellose Vorstellung von Jenson Button. Er ließ sich wirklich von nichts aus der Ruhe bringen und kontrollierte das Tempo des Rennens wirklich souverän. Der Sieg in Monaco war ein wichtiger Schritt für ihn in Richtung Weltmeistertitel. Es war der Höhepunkt eines unglaublichen Laufs zu Beginn der Saison, bei dem er nun schon seinen 5. Sieg im 6. Rennen einfahren konnte. Obwohl Jenson Button und Brawn GP die ersten Rennen dominierten, holte Red Bull gegen Ende der Saison wirklich sehr stark auf. Sebastian Vettel gewann in Großbritannien, Japan und China und der Druck auf Button, der wuchs. Doch beim vorletzten Rennen der Saison, beim großen Preis von Brasilien, sollte tatsächlich dann die Entscheidung fallen. Brasilien war eines der aufregendsten und emotionalsten der Saison im Jahr 2009. Jenson Button startete von einem wirklich enttäuschenden 14. Platz, während sein Teamkollege Rubens Barrichello, der noch eine kleine Titelchance hatte, von der Pole Position aus ins Rennen ging. Button lieferte aber wirklich eine spektakuläre Aufholjagd ab. Er überholte mehrere Autos und kämpfte sich bis auf den 5. Platz nach vorne. Barrichello hatte hingegen Pech. Er erlitt einen Reifenschaden und fiel sehr weit zurück. Am Ende sicherte sich Jenson Button mit dem 5. Platz den Weltmeistertitel. Es war der emotionale Höhepunkt der Saison, ein Rennen voller Drama, Kampfgeist und den ultimativen Triumph eines Fahrers, der lang als wirklich Außenseiter galt. Natürlich brach Jenson Button dann auch in Tränen aus, nachdem er sich als Weltmeister krönen konnte nach diesem Rennen. Ein Moment, der die Formel 1 Geschichte für immer prägen sollte. Die Formel 1 Saison 2009 bleibt für immer im Gedächtnis als eine der Saison, die wirklich unerwartet war und unerwartete Wendungen und technische Durchbrüche erzielen konnte. Mit Rennen wie dem chaotischen Preis von Malaysia, der Demonstration von Button in Monaco und dem dramatischen Finale, oder so gesehen Finale in Brasilien, war es eine Saison, die den Motorsport auf vieler Weise neu definiert. Die Regeländerung, technische Innovation und wirklich die unglaubliche Geschichte von Brawn GP und Jenson Button haben die Saison in die Geschichtsbücher geschrieben.